Ich habe für Sid die Häuser ausspioniert. Na also, hat doch gar nicht wehgetan. Die Frage ist doch, was mache ich jetzt mit dir? Wenn Sid rauskriegt, dass ich geplaudert habe, bin ich dran. Und bitte, verpfeif mich nicht an den Orden. Die stecken mich bestimmt in die Festung und da will ich nicht hin. Bist du auch unter Freunden? Was hast du denn nur? Du wirst dich dem Orden stellen. Nein, bitte. Ich will nicht in die Vulkanfestung. Erst einmal hältst du dich weiterhin hier versteckt. Aber dann wird Sid mich umbringen. Keine Sorge, um den werde ich mich kümmern. Mit deiner Aussage werde ich ihn schon drankriegen. Oh Mist, das wird nicht gut ausgehen. So. Hat mir auch wieder der Tabak nicht komisch geschmeckt. Ich bleibe. Mann, das war ja wie ein Kastanienblatt, die Zigarette. Teibel. So. Jetzt können wir hier runtergehen. Sitzt es gleich dran. Ach, ich wollte irgendwie den Ring anlegen. Den Akrobatikring. Der Unterschied, da können wir gleich mal den Unterschied hier sehen. Der Unterschied ist, man beobachte meine Dings da und Bums da Leiste da unten. Eine Lebensleiste. Na gut. Aber eben bei noch etwas höheren Höhen gibt es den Fallschaden. Und mit Ring sieht das dann halt so aus. Ja, wer ist im Weg, Alter? Da rollt er sich nämlich schön geil ab. So. Ich habe den Spion gefunden. Und Sid hat ihn beauftragt, richtig? Ja, es war Doyle, einer der Tagelöhner. Er hat die Hosen voll und will nicht in die Vulkanfestung. Doyle hat sich auf unsere Seite gestellt. So viel Mut hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ich habe ihm keine Wahl gelassen. Dann solltest du dich jetzt um Sid kümmern. So, cool, gibt's immer noch nicht. Also, ein Sid zum Kotzen bringen. In der armen kleinen Katie einen Mann wegnehmen. Denn ganz offensichtlich will sie nicht mit in den Sumpf ziehen. Ich habe da einen Spion gefunden. Es ist Doyle. Er hat zu viele Spuren hinterlassen. Das ist schlecht. Ich hatte bessere Arbeit von ihm erwartet. Doyle hat sich dem Orden gestellt. Was redest du denn da für einen Unsinn? Verflucht, dieser Idiot, er wird bestimmt alles ausplaudern. Was wirst du jetzt tun? Wenn ich bleibe, werde ich einen Haufen Ärger bekommen. Es wird besser sein, wenn ich mich für eine Weile verdrücke. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich mich aus dem Staub machen. Nicht, dass der Orden noch auf die Idee kommt, mich in die Vulkanfestung zu bringen. Auf die Fresse links umguckt. So, guck mal, jetzt die Casey, jetzt kotzt so rum. Was hast du getan? Was meinst du? Du trägst die Schuld daran, dass Sid die Stadt verlassen muss. Jeder ist für seine Taten verantwortlich. Ach, geh mir aus den Augen, du Mistkerl. Tja, jetzt ist der Stecher weg. Kotze. Okay, melde dich doch hier bei Tante Sonja an, Mann. So, jetzt Kohle her. Sonst aufs Maul kriegt. Sid will sich verdrücken. Lassen wir ihn ziehen. In der Vulkanfestung wird er eh nur Ärger machen. Und so ist ein Bandit weniger in der Stadt. Gute Arbeit. Hier, der Orden will sich für deine Mitarbeit bedanken. Wir brauchen Männer wie dich. Aber sieht's, gell? Wenn man hier für einen Orden arbeitet, man wird immer schön mit Geld versorgt. Also selten, dass es mal richtig knapp wird. So, Kartenzeichner. Karte her. Gib mir die Karte. Pass gut darauf auf. Das ist ein gutes Stück. Da haben wir recht. Aber deswegen beklagen wir dich trotzdem nachher noch. So. Jetzt sieht die Karte so aus. Ist das nicht herrlich? Die Hafenstadt. Hier dieser Weg hier nach oben. Herrlich. Hier unten die Vulkanfestung. Hier sieht man jetzt auch Sümpfe ein bisschen deutlicher. Man sieht vor allen Dingen jetzt auch die einzelnen Gebäude. Zum Beispiel, wir sind ja hier am Strand gelandet. Dann sind wir hier hoch, hier hat man die Sonja abgesetzt. Hier oben haben wir nachher einen Nil getroffen. Hier sind wir nachher runtergegangen und hatten hier einen Tristan mit seinen zwei Brüdern da.
Dann sind wir hier runter gemacht. Hier durch, hier lang, hier rüber und so weiter. So, das haben wir erledigt, also, wo ist unsere Hütte eigentlich? Ach, da oben. Ich stehe gerade, ich muss ein bisschen pennen. Ich habe ja kaum noch Energie. Außerdem wird es dunkel, kann ich eh nicht leiden. Genau, war ein langer Tag, schlafe bis zum nächsten Morgen. Musstest heute viel arbeiten. So. Frisch gelabt. 17 Tränke haben wir noch, sehe ich gerade. Ach so, können wir bestimmt welche machen. Müssen wir mal gucken. Ich will jetzt noch die eine Quest hier unten. Ach. Nee, ich mache erstmal die anderen Quests. Und zwar die kleine Muschi Peggy. Im Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen Weg aus der Stadt raus. Wirklich? Und das soll ich dir jetzt glauben, wie? Das werde ich mir mal genauer ansehen. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Wehe, wenn du mich angeschmiert hast. Dann reiß ich dir den Kopf ab, klar? Wir sehen uns bei Sonja. Jetzt stalken wir ein bisschen. Also ich glaube, allzu viel muss man zu dem Anblick echt nicht sagen. Da lieber nicht rein, Patty. Bei deinem Aussehen rasten die Freier aus und erschlagen die Nutten, weil sie so hässlich sind. Jetzt zeig mir mal deinen Tunnel aus der Stadt heraus. Der Weg aus der Stadt ist frei. Der Tunnel dort wird dich bis vor die Stadtmauern führen. Da soll noch mal jemand sagen, es gäbe nur noch Pfeifen in dieser Stadt. Du hast mir sehr geholfen, mein kleiner Held. Wenn ich endlich gefunden habe, was ich auf dieser Insel zu finden hoffe, dann werde ich mich dir erkenntlich zeigen. Ich werde mich jetzt erstmal am Strand vor der Stadt verstecken. Nur falls du mich suchen solltest. Bis später. Vielleicht. So, und so. Unsere kleine Patty macht sich hier bequem. Und wir werden jetzt den Olf hier wohl, gell? Oder Olaf? Nee, Olf. Das ist Olf wieder wohl. Wir müssen auch holen. Du.
wieder eine Quest abgeschlossen. Das geht ja hier wie das Brötchen backen mit dem Quest abschließen. Das glaube ich auch noch irgendwann, diese verschickten Halskette. So, die steht ja auch gleich hier, die Brüder. Wo ist aber große? Oh, yes. Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Ich habe deine Brüder geholt. Sehr gut. Wir werden uns bereit machen. Ihr drei seid vollzählig und könnt jetzt die Stadt verlassen. Alles klar. Sag uns, wohin wir gehen sollen. Im hinteren Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen geheimen Tunnel. Der wird euch aus der Stadt führen. In Ordnung. Wir treffen uns dort in Sonjas Lagerraum. Dann zeigst du uns deinen Tunnel. Bis gleich. Ja, bis gleich. 50 Erfahrungspunkte. Könnt ihr bitte zuhören, Rudi. Ich will nicht auf den Arsch klatschen. Guckst du dir doch Sonja ein bisschen auf den Arsch dabei. Sag mal, was ist denn mit euch halt los? Die sitzt da wie ein, naja, viel zu viel gearbeitet. Wie geht's dir, Karl? Mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Und meinem Helden geht's auch gut. Wo ist er, der Elf? Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Der Weg nach draußen durch den Tunnel ist frei. Sehr gut. Wir sehen uns die Sache mal an. Eine Sache noch. Wenn wir erstmal draußen sind, werden wir unser Lager am Strand vor den Stadtmauern aufschlagen und uns ausholen. Also, wenn du drei gute Schatzsucher suchst, dann weißt du ja, wo du uns findest. Ich werde es mir merken. Gut, wir machen uns mal vom Acker. Bis später. Die verirren sich hier in dem Gang. Da fehlen diesen drei gute Schatzsucher in der Brücke. So. Was ist noch offen, Leute? Offen sind zum Beispiel noch die Rüstungsplatten. Offen ist noch das können wir dem Dings nachher uns sagen. Die Söhne von Tilda. Ruhe und Ordnung, das wird noch geklärt über Dings hier, die Rüstungsplatten. Das ist ja eigentlich eine Sache für die Welt. Und ach, den Fischstand haben wir noch nicht verkauft. Das machen wir mal cool, ja? Ne, wir haben das 109 Ecken. Da müssen wir auch so ein bisschen Geld verdienen. Weil das, die müssen wir kaufen und dann schenkt man denen das Ding quasi. So. Jetzt verdrechen wir erstmal noch ein paar Leute. Ach, jetzt weiß ich wieder, wer Buddy ist. Das war der Buddy. Na. Das ist sicher blinkt, was soll ich jetzt vor. Hier der Lukor. Der letzte. Der Banditen. So. Was hat das mit dem Diebstahl auf sich? Die Tagelöhner haben 5 alte Rüstungsplatten mitgehen lassen. Von alleine sind die bestimmt nicht auf die Idee gekommen. Nein, Lukor steckt dahinter. Sprich mit ihm und finde raus, wo die Platten sind. Ich besorg dir die 5 Rüstungsplatten. Gut, aber sei vorsichtig. Freiwillig wird dieser Bandit sie bestimmt nicht hergeben. So, wir sollen mit dem Lukor reden. Aber bevor wir das machen, mache ich erstmal hier den Speichern und Aufnahmeabbruch, weil ich habe keine Ahnung, wie weit meine Festplatte voll ist. Also entweder es wird gleich oder wir sehen uns dann halt im nächsten Part.